So, meine Lieben, es geht um den Song Happily Ever After von He Is We. Bevor ich anfange, spiele ich es euch einmal an. Ohne Gesang, ich wurde darum gebeten. Und zwar habe ich es mir so vorgestellt. Sorry, ich weiß nicht, wie lange der Chorus geht. Ich habe nur auf meinen Spickzettel geguckt, wie oft ich die Griffe wiederholen muss. Ich weiß es nicht. Und die Bridge habe ich ausgelassen. Aber das war jetzt auf jeden Fall Strophe, Pre-Chorus und Chorus. Ich hoffe, ihr habt den Song erkannt, auch ohne Na-Na-Na und ohne schrecklichen Gesang. Das ist dann ja mal etwas schwierig, finde ich. Na gut. Ich kenne die Band nicht oder die Sängerin, deswegen kenne ich auch nicht den Song. Und er wird super, super speed-schnell gesungen. Ich versuche das wahrscheinlich gleich nur mit Na-Na-Nas zu unterstützen. So, ich habe daraus eine Capo-Version auf dem 4. Bund gemacht. Den Link, den ich euch gebe, der ist für den 2. Bund. Müsst ihr dann also 2 Half Steps down tune da oben, transposen, ihr wisst schon, was ich meine, damit ihr das auf dem 4. Bund spielt, denn dann sind die Griffe einfacher. Wir brauchen ein Bm7 fürs Intro und für die Strophen. Das wäre 1., 3. und 5. Seite im 2. Bund. Dann brauchen wir ein Asus 4, das wäre 3. Seite im 2. Bund und 2. Seite im 3. Bund. Das ist eigentlich wie so ein D. Aber ohne. Ist das echt ein Asus 4? Keine Ahnung. Also 2. Seite im 3. Bund und 3. Seite im 2. Bund. Dann ein Jesus 2. Die unteren beiden Seiten und die 6. Seite. Und ein ganz normales D. Okay. Das Strumming ist so. Beim Bmol 7, down, down, down. Beim Asus 4, up, up, down, down, up, down, up. Und beim Jesus 2, down, down, down. Und beim D wieder, up, up, down, down, up, down, up. Das ist das Strumming für das Intro, für die Strophen und später für den Chorus. Beim Pre-Chorus und bei der Bridge ist das Strumming anders. Da machen wir nur Downstrums, aber da kommen wir gleich zu. Machen wir erstmal das nochmal. Bmol 7 greifen wir jetzt und machen down, down, down. Asus 4, up, up, down, down, up, down, up. Jesus 2, down, down, down. D, up, up, down, down, up, down, up. So, wenn wir es schneller machen, dann klingt es dann so. Da machen wir Asus 4, Bmol 7 und Jesus 2. Und zwar machen wir Asus 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Downstrums, dann Bmol 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann Jesus 2, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Ich weiß nicht mehr die Melodie, das ist dieses We all want to know how it ends. Quatsch. Jesus 2 spielt ihr bei No, singt ihr ziemlich lange und wenn No aufhört, dann singt ihr How It Ends, ohne dass ihr irgendwas macht. Also irgendwie so ähnlich. How It Ends. Irgendwie so war das, glaube ich. Und dann kommt der Chorus. Bmol 7, Jesus 2, D und Asus 4. Wird 1, 2, 3 mal, glaube ich, durchgespielt. Und das Strumming ist genauso wie in den Strophen. Also Bmol 7. Thank you.
wird viermal durchgespielt, habe ich gerade gesehen. Dann das andere wiederholt sich alles und irgendwann kommt noch eine Bridge da unten. We all have a story to tell. Das ist D. Das strummt ihr genauso wie gerade im Pre-Chorus. Also D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann kommt Asus 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann kommt Jesus. Jesus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. D. Asus 4. Jesus 2. Ich weiß die Melodie bei der Bridge leider nicht mehr. Entschuldigt die Hintergrundgeräusche. Ja, ich hoffe, ihr kriegt das hin. Wie dunkel ist meine Cam-Einstellung jetzt gerade? Super dunkel, ja. Draußen geht das Licht an und aus irgendwie. Also die Sonne geht an und aus. Oh mein Gott, ist das dunkel jetzt. Aber das konntet ihr, glaube ich, ganz gut sehen. Okay, ja. Schaltet schon mal aus, weil ich glaube, es gibt gleich sehr viel Hintergrundgeräusche. Und ich muss auch jetzt gleich weg. So hoch, ich kann das nicht singen. Ja, mach das Beste draus. Das Beste draus. Adios, amigos. Super dunkel.